Ja, und ihr seht es schon, das Universum breitet sich vor unserem Auge aus. Hier bei No Man's Sky mit mir, dem Oromis. Drücke X, drücke E, initialisieren. Schauen wir mal. Wo sind wir denn? Sieht doch immer schon mal interessant aus. Sehr gut. Schild ist immer wichtig. Das ist schlecht. Sehr gut. Diese kleine hässliche Drohne, die nervt mich. Dürre, Wächter, niedrig. Flora, viel, ja, nett. Ja, leicht relax, aber schauen wir mal ganz kurz in die Grafik. Und da kommt ein User auf meinen Channel. Allein dafür sollte man ihn schon verprügeln. Es ist der Shisha, den ihr da im Hintergrund hört. Dann gucken wir uns mal mein Schiff an. Mit E. Ich vermute mal Rostlaube. Ja, Rostlaube. Okay. Und okay. Das heißt wahrscheinlich, wir dürfen abbauen. Okay. Ich muss zugeben, ich bin leicht überfordert, aber das passt schon. Ich vermute mal, ich soll jetzt abbauen. Ich möchte frei erkunden. Ich finde die Führung des Atlas nicht an. Tschüss. Ob das jetzt eine gute Entscheidung war oder nicht, das stellt sie bestimmt noch raus. Okay, Jetpack und Munition. Abbauen. Auch so. Super gut zu wissen, wie das Spiel funktioniert. Ah, und da haben wir das Inventar. Jetzt müssen wir nur noch Raumschiff. Okay, Multi-Werkzeug. Okay. Jetzt nur die große Preisfrage, wie crafte ich? Gerade zugehen lassen. Keine Ahnung, was ich hier treibe. Oh. Ah, unten steht es auch. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ich muss Material finden. Da haben wir Eisen. Die Geräusche im Hintergrund gefallen mir zugegebenermaßen nicht.
immerhin gelöste Gegenstände. Hä? Gut, dann bitte. Ah. Was haben wir jetzt denn? Analyse-Service an Scanner. Okay, mit F. Ah, das ist damit, die ich Spezies erkunden kann. Dafür Kraftstoff. Na, mal sammeln wir Eisen ein, so mit Kraftstoff anfangen. Ach so, bei Optionen kann ich was einsetzen. Ah, Bonus-Item einlösen. Könnte das Richtige sein? Ja, es könnte das Richtige sein. Schiffchen an. Ach, sexy neuen Kahn habe ich. Ja, der hat der Shisha dann übrigens auch. Nur mal um so am Rande erwähnt zu haben. Ich bin traurig. Warten wir schon mal. Au! Das war ihr Damage als... Und da haben wir unser neues Schiff. Oder altes, kaputtes, neues Schiff. Die scheiß Drohne ist irgendwie nicht erfreut von dem Abbauen. Habe ich das Gefühl. Aber 5 brauchen wir. Das dürfte jetzt reichen für den Scanner. Wo war denn das? Ich bin zugegebenermaßen immer noch völlig überfordert. Ah, ja. Das ist mit C. Ah, der Ressourcenscanner. Aber ist ja nicht wichtig. Ah, auf einen leeren Platz muss ich dann drücken. Okay. Habe ich das irgendwie nicht. Ich vermute mal, dafür habe ich noch nicht die passende Technologie. Ist aber jetzt eine reine Vermutung. Dann werden wir mal da unten wieder beginnen.
fast genauso schön wie Uran. Gemüse. Dann schauen wir uns mal den großen Posten an. Wie ich so schön sage, mehr als ein Desaster kann es nicht werden. Betragungsschiff erforderlich. Okay. Technologie entdeckt. Das ist immer schön, wenn man Technologien entdeckt. Exoanzug, Lebenserhaltung. Die hatte noch mehr als genug Energie, umheult die alte rum. Speicherpunkt war, müsste das sein. Ja. Also ob Diebstahl, was ich gerade schreibe, nehme ich einfach den Gegenstand in der Demo mit. Ich habe irgendwelche Technologie entdeckt. Damit muss ich mich dann irgendwann mal genau beschäftigen, was für Technologie, aber ich muss erstmal diese komische Platte finden, die da gesucht wird. Gehen wir das mal ein. Ich glaube, ich habe gerade die falsche Telefonnummer gewählt. Ziehen wir mal weiter unterwegs. Thank you.
Fragen ans Raumschiff mit X. Okay, irgendwelche Lebensmittel. Kann man bestimmt immer gebrauchen, deswegen einfach einstecken. Die ersten fremden Schiffe. Ich habe für die irgendwie kein Rezept geplant. Oder ich bin eindeutig die Blonde dafür. Das kann natürlich auch sein. Schnauze. Ich weiß, was du sagen wolltest. Das ist echt eine gute Frage. Wie geht das? Blitzwerfer. Machen wir mal einen Blitzwerfer mit dazu. Der ist mit der Maustaste. Okay. Kampfkomponente. Okay, verstanden. Nicht unbedingt das Zeug, was es hier jeder Ecke um jede Ecke gibt. Auf leeren Platz drücken, mache ich doch. Da kommt aber keine von diesen Platten. Raumschüsse selber, keine leeren Platten kommen. Ah, mit E. Okay. Einmal mit Profis. Dann können wir zum Schiff zurückkehren. Wir haben es wieder funktional gekriegt. Wir haben gelernt, du musst E drücken. E ist immer schön, wenn man es drücken kann. Noch eine brauche ich, das kriegen wir hin. So, und damit haben wir unsere Landetruster endlich wieder repariert. Oder Schubdüsen. Jetzt nur noch der Impulsantrieb, das wird noch eine etwas größere Sache, würde ich mal so sagen. Der Hyperraumantrieb wird dann noch die ganz große Sache. Impulsantrieb. Aktivieren mit AD gleich. Mit AD gleichzeitig. Okay. Thank you.
kann ich also noch gar nicht so nutzen. Ich muss erst das andere noch bauen. Schauen wir mal, was können wir noch alles herstellen? Tollen Sachen, die uns glücklich machen. Antrieb reparieren und dann die Startdüsen reparieren. Okay. Zink brauchen wir noch und Pteridium. Sammelbare Elemente. Dann nur C. Da müsste ja alles anzeigen rein theoretisch. Mal unten zu der kleinen Station. Wir haben die Übermesse. Jetzt muss ich mal eins gucken, wie waren das Exo-Anzug und der, nee, das war der Multitool und zwar der Scanner war mit F. Das war die falsche Taste, aber hat auch funktioniert. Arsch der Welt ist ein Heridium-Vorkommen. Naja, werden wir hingehen. Nebenbei durchsuchen wir fröhlich frisch in die Hütte. Analysieren jetzt mal ein paar Pflanzen. Dürfte ja alles Geld bringen, wenn wir es hochladen. Warum, wie ging das her? Wir wollen nicht auf den Boden knallen. Das Vieh hat uns angegriffen, kleiner Kampfroboter. Wir waren unschuldig. Das Vieh hat uns angegriffen. Und wenn ich das nachher benennen kann, wenn ich irgendwie weiß, wie es geht, wird es auf jeden Fall Jürgen heißen. Schauen wir mal. Das müsste wieder so ein Speicherpunkt sein. Toll, wir können mit der Lampe interagieren, dass er an- und ausgeht. Oh! Das sieht nicht gewohnt aus, was hier abläuft. Machen wir mal hier von dem Scan. Widerlich, das möchte ich mir da anmerken. Überall Pulte. Das ist nicht gesund.
Technologie entdeckt. Strahlendeflektor. Sehr schön. Deflektorschilder sind immer praktisch. Wir bewegen uns mal weiter zum Irisen-Zentrum. Wie auch immer das ist, ich weiß nicht, gerade gar nicht mehr, was ich hier suche. Oma suche ich immer und das ist immer gut. Scan durch die Jagd und schauen, ob irgendwas interessant ist. Da oben sind noch Kisten, die muss ich mal merken beim Rückweg. Material zum Handeln. Das ist ah, okay. Oh. Mensch, bist du süß. Und dich habe ich gerade abgeschossen. Nicht genug Helium, um mich zu füttern. Sorry. Bei dem Weltwald, um unsere zu reparieren. Nebenbei noch ein bisschen Uran mitgenommen und über uns haben wir schon mal zwei Planeten. Das ist doch schon mal nett. Da haben wir schon mal was zum Erkunden für den Anfang. Lass noch mal einen Scan durchlaufen. Ist es unter uns? Ja, jetzt hab ich's. Dann ist ja noch ein Alien weit entfernt. Wieso habe ich die dumme Befürchtung, dass ich das auch um jeder anders erreichen kann? Naja, jetzt laufen wir eben. Sehr schön. Einmal die gesamte Umgebung durchgescannt. Lebensform entdeckt. Ansonsten nur Schrott.
Anzug mal wieder ein bisschen aufladen. Also wird er mich vermutlich nicht fressen wollen. Aua, das war schmerzhaft. Wo ist unser Schiff? Fuck. Wo ist er nur angezeigt? Da drin. Schnauze! Man kann doch mal dein Schiff verlieren. Ja klar. Hast du noch nie dein Auto irgendwo auf dem Parkplatz verloren? Das ist ein Planet. Nee. Der Parkplatz ist verdammt groß. Und ich park ein wie eine Frau. Ich würde mich jedes Mal beölen, wenn ich die Leute sehe, die nicht mehr wissen, wo sie ihr Auto geparkt haben. Das passiert mir regelmäßig, aber das liegt auch meistens daran, dass ich beim Parken nicht aufpasse, wo ich parke. Ich bin sozusagen ignorant. Wollte ich dich nicht. Scan durchlaufen lassen. Heilpflanze, Heilung kann ich gut gebrauchen. Wir sind dann auf Maximum wieder. Und da vorne ist auch das, was wir brauchen. Ich hoffe, ich sehe es schon. Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Oder mein Charakter stirbt als erstes. Eins von beiden. Nicht so freundlich ein. Was ist das Vieh? Dem weichen wir mal aus. Nummer C, vielleicht finden wir noch eine heilende Pflanze in der Umgebung, da tun wir für die Heilung. Aluminium. Für mein Alupapier ist es immer ganz praktisch, wenn ich dann irgendwo mir eine Butterbämme mitnehme. Meinst du, eine Butterbämme auf einem fremden Planeten mitzunehmen, ist in Ordnung? Ja, nicht mit das.
Schön mit der Butterbämme aus dem fremden Planeten. Machst du erstmal richtig schöne Essenspause mit der ordentlichen Decke. Und wieder irgendwelche Viecher entdeckt. Mal gucken, ob diese Viecher mich aggressiv fressen wollen. Dann fresse ich sie nämlich aggressiv. Füchse. Ich guck mal, nein. Die Viecher sind auch wie ich, möchte ich mal anmerken. Ja, du kannst die irgendwie füttern und dann hat die doch mal. Ich fütter meinen Hund auch mit Plutonium. Deswegen leuchtet er im Dunkeln immer so schön. Ja. Ja, ich sammle jetzt gerade mal das gesamte Plutonium in der Umgebung ein. Man kennt mich ja. Die Atombombe ist nur einen Schritt von mir entfernt. Und da haben wir das, was wir brauchen. Ein ganzer Berg davon. Der gesamte Berg wird jetzt abgebaut, egal was passiert. Inventar ist voll, das ist schon mal eine schöne Nachricht, da kann ich nämlich ans Mutterschiff Material senden. Wir haben unseren Antrieb repariert. Das ist schon mal praktisch. Jetzt ist das Schiff nur am Arsch der Welt und wir auf der anderen Seite des Arsches der Welt. Das ist Optimum. Aluminium, Platin, machen wir noch mehr. Ja, wir bauen noch ein bisschen weiter ab. Das. Wenn wir jetzt schon das Zeug hier irgendwo finden, dann nehmen wir es mit. Reisemeilenstein erreicht. Raumschiff repariert. Ja, sehr schön. Schauen wir mal ins Schiff rein, ob wir auch was Nettes bauen können. Wesen, ein paar Waffen. Und Waffen fühle ich mich echt nicht wohl. Okay. Schiffstechnik sind wir schon mal gut dabei. Ja, reicht schon mal nicht. Was brauchen wir dafür? Okay. Dann bauen wir das Zeug, was wir gerade nicht machen können, aber kein Eisen.
Zugriff kann man den Kran hier auch verkaufen. Ja, aber damit war es auch schon wieder die erste Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit mir und dem Bohren. Tschüss.